Hallo Marius Ebert hier. In diesem Video geht es mal wieder um die Prokura und zwar um vertragliche Beschränkungen. Zunächst einmal, was bedeutet vertragliche Beschränkungen? Das ist ein Vertrag zwischen dem Unternehmen und seinem Mitarbeiter, der gleichzeitig auch Prokurist ist, also zwischen dem Unternehmen und seinem Prokuristen. Da besteht der Vertrag. Und Beschränkungen in diesem Vertrag sind durchaus üblich. Wir müssen allerdings sorgfältig unterscheiden. Beschränkungen im Innenverhältnis. Und im Innenverhältnis, wie gesagt, sind Beschränkungen durchaus sehr üblich. Es ist üblich, dass das Unternehmen zum Beispiel, nehmen wir an, das Unternehmen hat zwei Prokuristen, ein Prokurist A, PA, und ein Prokurist B. Dass das Unternehmen jeweils Verträge schließt mit jedem Prokuristen und sagt, Prokurist A, bitte nur Einkäufe. Sie, lieber Prokurist A, sind zuständig für die Einkäufe. Und der Prokurist B kümmert sich bitte um die Verkäufe. Ja, diese Trennung in Einkauf und Verkauf ist ja durchaus sehr verbreitet in Unternehmen. Und so beschränkt man die Wirkung des Prokuristen auf eben diese Bereiche. Das gilt aber nur im Innenverhältnis, denn wir wissen, hoffentlich spätestens aus den Videos, die ich bereits hochgeladen habe, dass der Prokurist das zweite Ich des Kaufmanns ist. Also den Kaufmann nahezu vollständig vertritt. Wir werden noch, das Video kommt noch, darauf eingehen, was der Prokurist nicht darf. Aber was wir bisher wissen ist, der Prokurist hat sehr weitgehende Vollmachten. Deswegen sind alle Beschränkungen im Innenverhältnis im Außenverhältnis unwirksam. Das bedeutet, wenn der Prokurist A, der ja nur Einkäufe tätigen darf, laut seinem Vertrag mit seinem Unternehmen, nun einen Verkauf tätigt mit einem anderen Unternehmen. Nennen wir das hier U1 und nennen wir das Unternehmen hier U2. Was gilt für diesen Vertrag? Der Vertrag ist wirksam, es sei denn, das Unternehmen 2 war nicht gutgläubig. Das heißt, die wussten von den Beschränkungen, denen der Prokurist A unterliegt. Aber normalerweise, wenn man mit einem Prokurist zu tun hat, darf man davon ausgehen, dass dieser Prokurist eine ganze Menge machen darf. Eben auch Verkaufsgeschäfte. Ja, der Prokurist darf grundsätzlich Einkaufs- und Verkaufsgeschäfte tätigen. Der darf auch Leute entlassen und Leute einstellen. Ja, also diese Beschränkung ist im Außenverhältnis unwirksam. Das heißt, der Vertrag, den der Prokurist A in Verstoß gegen diesen Vertrag hier geschlossen hat, ist im Außenverhältnis wirksam, weil die Beschränkung unwirksam ist. Der Prokurist macht sich allerdings schadensersatzpflichtig gegenüber dem Unternehmen. Aber hier dieses Unternehmen U2 darf auf die Wirksamkeit des Vertrages mit dem Prokuristen A vertrauen. Dieser Vertrag ist wirksam. Im Innenverhältnis eine Schadensersatzpflicht, gegebenenfalls, ja, jetzt müsste man überlegen, ist dadurch ein Schaden entstanden und so weiter und so weiter. Das müssten die Juristen jetzt prüfen. Das Unternehmen 1 hätte wahrscheinlich auch alle Möglichkeiten, den Prokuristen A zu entlassen, weil er ja schließlich gegen diese im Innenverhältnis wirksame Beschränkung verstoßen hat, aber im Außenverhältnis sind solche Beschränkungen unwirksam. Ja? Beschränkungen, wir können also in der Kurzformel sagen, Beschränkungen der Prokura sind im Innenverhältnis üblich,
Ja, das hier ist ein ganz übliches Beispiel, Beschränkung nur auf Einkaufsgeschäfte, Beschränkung nur auf Verkaufsgeschäfte, im Außenverhältnis, also im Innenverhältnis üblich und im Außenverhältnis unwirksam. Das ist die Kurzformel. Vertragliche Beschränkungen der Prokura werden im Innenverhältnis häufig gemacht, sind üblich, sind im Außenverhältnis. Außenverhältnis heißt gegenüber Dritten. Ja, dieses von mir gerade bemühte Unternehmen U2 hier unten ist ein Dritter, ein gutgläubiger Dritter. Gutgläubig bedeutet, dass man von dieser Beschränkung nichts weiß und einfach davon ausgegangen ist, ich habe mit dem Prokuristen zu tun und ein Prokurist, der darf das, was er da tut. Ja? Okay, das war's. Alles Gute, Marius Ebert. Hallo, ich bin Robin Good, der Retter der frustrierten Lerner. Klicke mal auf den Link unter diesem Video.